hallo, ich heiße Jana Neubel, ich bin 24 Jahre alt und ich darf euch heute das tolle Thema Bierverkostung beibringen oder euch darüber erzählen. Ich habe hier ein schönes Bier vom das Kurierseidler, vom nordbayerischen Kurier. Und das Bier hat schon mal eine perfekte Trinktemperatur, eine Verkostungstemperatur eigentlich. Es wird so um die 7 bis 10 Grad haben, ein bisschen wärmer als es sein sollte, aber perfekt für den heutigen Verkostungstermin. Ja, ich habe hier auch ein tolles Verkostungsglas, den Teko-Pokal. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam dieses Bier verkosten. So, das Schönste finde ich auch immer, wenn man die Bierflasche öffnet und es diesen schönen Tisch, diesen CO2-Entspannungsmoment ergibt. Und es ist schon mal ein schöner Moment. Ja, das ist schon mal super. Es will nach draußen, das ist schon mal schön. So. Schöne Farbe, das ist schon mal super. Ja, perfekt. Also der Schaum ist schon mal sehr schön. Hier unten sieht man, er ist sehr, sehr feinporig, auch leicht cremefarben. Das ist auch sehr, sehr schönes. Dann die Farbe, die ist ja perfekt. Das ist ein richtig schönes Bernsteinfarben, leicht rötlich. Man sieht es hier auch, es ist ein nicht filtriertes Bier, ein unfiltriertes Bier, ein Kellerbier bzw. ein Zwickel. Und jetzt kommt auch ein sehr schöner Moment. Ich darf endlich mal ins Bier hineinriechen. Ja, man riecht hier auf alle Fälle diesen schönen Karamellcharakter von diesem Bier. Sehr, sehr frisch. Karamell, Honig. Und jetzt der Höhepunkt der Verkostung. Ich darf es auch endlich probieren. Ja, es hat einen sehr, sehr guten Bums dahinter. Das Bier, was ich auch schon durch den Geruch erkannt habe, ist auch wirklich im Geschmack wiederzufinden. Honig, Karamell, leicht brotig auch. Und es setzt sich auch ein leichter Schleier auf die Zunge. Aber durch die CO2, die im Bier gebunden ist, prickelt dieser süße Geschmack das Bier wieder weg von meiner Zunge und macht gleich Lust auf mehr. Prost!